Und erneut sage ich, liebe Freunde der gepflegten Presseanfrage Nummer 3. Ich hatte die Stadt am vergangenen Sonntag angeschrieben, zwecks Intensivbetten, und habe gefragt: Sehr geehrte Damen und Herren, laut DIVI-Intensivregister verfügte die Landeshauptstadt Dresden Anfang September über 294 Intensivbetten in 15 Meldebereichen. Diese Zahl hat sich seitdem auf 275 in weiterhin 15 Meldebereichen reduziert. Bitte teilen Sie mir mit, aus welchem Grund die Kapazität verringert wurde. Antwort: Sehr geehrter Herr Schäfer, das Universitätsklinikum Dresden, also nicht die städtischen Krankenhäuser, sondern das Universitätsklinikum in Verantwortung des Freistaates Sachsen, koordiniert die Intensivbettenbelegung für Dresden und Ostsachsen. Bitte fragen Sie zuständigkeitshalber dort nach. So. Jetzt Google Mamol. Ich öffne Corona in Dresden. Und was sehen wir hier Schönes? Nachdem meine Anfrage also relativ schnell abschlägig beschieden wurde mit dem Verweis, ich möge mich doch bitte an das Universitätsklinikum, also den Freistaat, wenden, hat die Stadt Dresden ihr Corona-Dashboard ergänzt, und zwar um dieses Feld. Ich mach's mal groß. Ups. Oh, kann man nicht groß machen. Also, hier ist also angegeben die Normalstation und die Intensivstation und die jeweilige Belegung in Prozent. Und in absoluten Zahlen 228, das ist Stand 13. Dezember, hier steht's. 228 belegte und 44 freie Betten, beziehungsweise Intensivstation, 69 belegte Betten und 12 freie Betten. Also, ich wurde erst vertröstet, dass ich mich an das Universitätsklinikum wenden soll, Krankenhausleitstelle Dresden und Ostsachsen, und ein paar Tage später, ich glaube seit Dienstag oder Mittwoch, nimmt die Stadt Dresden dann also diese meine Frage auf und beantwortet sie doch selber. Kann man ja was verschieben? Oh, das ist ja nett. Ach, diese Grafik. Die Grafik ist wirklich das Beste an der ganzen Sache. Auch hier will ich es kurz halten. Pfiat sei ich.